So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz im Anschluss an das erste Testspiel unseres Jubiläumsjahres 2016 gegen Torpe Wolfsburg. Ich begrüße natürlich besonders die Danking, den Trainer der Gäste, und unseren Coach Vasilij Mihailuza. Beide Trainer werden sicherlich ein kurzes Statement abgeben zum Spiel, um dann Ihre Fragen zu beantworten. Bitte sehr, Herr Henke. Ja, schönen guten Abend erstmal. Ich glaube, das war ein Glückwunsch an Energie Cottbus zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. Das sind schon dann auch Jahreszahlen, die man auch erreichen muss als Verein. Leider in der Vergangenheit so ein bisschen in der dritten Liga verschwunden. Ich erinnere mich immer an viele Fights, die wir ausgefochten haben. Und deshalb ist erstmal der Wunsch, dass wir Siege und auch der Verein es wieder schaffen, doch zumindest eine Klasse wieder höher zu kommen, damit man doch wieder mehr Aufmerksamkeit auch für diesen Verein bekommt. Zum Spiel heute. Ja, ich glaube, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben. Es war nicht ganz einfach. Vasilij hat eine Fünferkette spielen lassen. Die Räume waren sehr eng. Es war nicht immer ganz einfach, da die Lücken zu finden. Trotzdem haben wir versucht, den Ball laufen zu lassen. Das eine oder andere Mal hätte ich mir gewünscht, dass wir noch mit mehr Personen, wie beim 1-0 dann auch passiert, in den Strafraum reinkommen. Weil da brauchst du dann auch, wenn drei Innenverteidiger stehen im Zentrum, dann brauchst du mehr als nur einen Stürmer, um dann zum Erfolg zu kommen. Und das haben wir dann gemacht mit dem 1-0. Und wie gesagt, mit dem 2-0, was wir da hinterhergelegt haben, schön rausgespielt, war es dann okay. Das eine oder Tor hätten wir vielleicht auch noch machen können. Der Energie hatte auch gerade für unsere Halbzeit eine große Chance, und sie hätten auch treffen können. Also ich glaube, insgesamt hat dieses Testspiel ihren Sinn, gerade auch vor der Abwehr zum Trainingslager, den Zweck absolut erfüllt. Danke an Sie und seine Mannschaft, dass sie sehr gut auch versucht haben, auch Fußball zu spielen von hinten heraus. Ja, und von daher ist der Test, denke ich, für uns als sehr gelungen anzusehen. Und Vasilij wird seinen Kommentar geben. Genau, jetzt werden wir hören, ob unser Trainer es auch als gelungenen Test betrachtet. Herzlichen Dank. Schon allererste Mal. Danke dir. Ja. Natürlich war nicht so einfach für uns heute. Wir haben gespielt gegen eine Top-Mannschaft. Ein sehr guter Training. Die letzten paar Jahre, ich verwende die deine Karriere. Ja. Du machst sehr gut, ganz ehrlich. Kann ich dich nur gratulieren. Denke ich, bis ab 60. Minute wir haben ein gutes Spiel gemacht. Auch noch einmal gegen eine sehr gute Mannschaft. Die Worte von hinten, dass ich das Spiel erhofft habe, natürlich hat Wolfsburg auch von mir 3 Stunden Pressing gehabt. Kann ich nur zufrieden mit der Leistung von meiner Mannschaft. Wir sind Vorbereiter, ja. Es ist 5. Tage. Kann ich nicht mehr sagen, ja. Jeden seine Aufgabe gemacht heute, ja. Aber noch einmal, wenn du gegen eine Top-Mannschaft mit Top-Spieler spielst, um diese Phase, ja, wenn du ein bisschen müde bist und der Gegner natürlich spekuliert auch Top-Spieler, diese Tore zu machen. Ja. Noch einmal, Kompliment an meine Mannschaft. Und ich will Wolfsburg gratulieren, ja, für diesen Parcours auch von letztem Jahr, für dieses Jahr, ja, der Champions League in der Masters auch. Und ich wünsche alles Gute. Ja. Ja, vielen Dank, Vasilij Mihailuza. Wir haben heute mal kein Mikrofon im Raum, deswegen bitte ich die Fragen so zu stellen, so es denn welche gibt. Ach doch, gibt's. Entschuldigung, habe ich gar nicht gesehen. Ja, bitte, gibt's denn Fragen? Ja, bitte. Frage an Dieter Hecking. Kann man denn sagen, dass der größte Sieger des heutigen Abends Philipp Lopez ist? Ja, ich denke, das ist natürlich die Geschichte, die da am Rande des Spiels sicherlich auch zu Recht von euch erwähnt werden sollte. Na, dass, wenn ein Spieler nach dieser langen Leidenszeit, die er durchlaufen hat, dann heute endlich mal wieder auf dem Platz steht. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was er sich einfach gewünscht hat, nach fast anderthalb Jahren, wo er jetzt außen vor war. Ja, und deshalb hat es mich sehr gefreut, dass wir ihm heute die Einsatzzeit geben konnten, und wünsche ihm natürlich auch, dass es jetzt auch mit dem Heilungsverlauf weiterhin so geht. Es war keine leichte Zeit für ihn, aber ich glaube, man hat auch in der Reaktion der Mannschaft gemerkt, wie sie sich für ihn gefreut haben, dass er heute wieder auf dem Platz war. Gibt es weitere Fragen? Augenscheinlich nicht der Fall. Doch, hier vorne noch. Ja. Hat die taktische Variante heute 3-5-2, ist das ein Versuch gewesen oder ist das ein Vorwurf auf die Fortsetzung der Punktspielsaison? Das ist nicht das erste Mal, weil wir haben 3-5-2, ja, auch in Halle wieder. 3-5-2, 2 Tage gespielt, auch gegen Bremen, letzte 30 Minuten. Ja, der Mannschaft muss flexibel sein. Ja. Der Mannschaft muss wissen schon, 4-4-2, 4-2-3-1 oder 3-5-2, ja. Denke ich habe diese Spieler,
Ja, jeder Spieler kann dieses System passen. Ich habe versucht, natürlich im Defensiv, wie Dieter gesagt, mit Fünf-Rakete, ja, den Raum zuzumachen. Wir haben bis zweite Halbzeit das geschafft. Ja. Ich sei eine Alternative. Ja, mal sehen. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanken wir uns nochmal beim VfL Wolfsburg für den Umweg sozusagen ins Trainingslager hier bei uns vorbeizukommen. Wünschen einen angenehmen Flug nach Portugal, soweit ich weiß. Ihnen angenehmen Nachhauseweg, schönes Wochenende. Ja.